Benvegudes i benvinguts. És un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona abans de les festes de Nadal i de Cap d'Any. Ha estat un any excepcional. La solidaritat, la cohesió i la pau mai havien pres tanta importància. La cultura, el diàleg i el respecte cap a l'altre són peces clau en la construcció de la pau. L'excepcional violoncel·lista i català exiliat Pau Casals, guardonat amb la medalla de la pau de la ONU, ho va expressar així. Hem de pensar que som una fulla d'un arbre i l'arbre és tota la humanitat. No podem viure sense els altres, sense l'arbre. Aquest any les festes seran diferents per molts de nosaltres, però recordem sempre que la tristesa i la melangia són l'avançada de l'alegria. Volem que aquest Nadal també sigui un Nadal d'esperança. I per això us hem preparat un petit acte musical sobre Pau Casals, una persona, un ambaixador de la pau i de la cultura catalana que sempre ha tingut esperança i sempre ha comunicat la pau i el que és Catalunya. Pau Casals té una carrera estretament lligada amb Viena. Va actuar 22 vegades només a concerts de Viena i va presentar peces de Beethoven, algunes de les quals eren desconegudes fins a aquell moment. A motiu de l'any Beethoven a Àustria, el pianista austríac Simon Kessler i el violoncel·lista català Carlos Muñoz Camarero presentaran peces de Beethoven i de Pau Casals com a part d'aquest acte. La musicòloga Daniel Lip proporcionarà els antecedents musicològics amb una breu conferència sobre Pau Casals i la seva relació amb Ludwig van Beethoven. Pau Casals, Wien, Beethoven. Der berühmte Musiker Pau Casals i da Filó, geboren im Dezember 1876 in Alvandrell, einer kleinen Stadt südlich von Barcelona, gestorben fast 97-jährig im Oktober 1973 in San Juan in Puerto Rico, genoss schon zu Lebzeiten nicht nur in Katalonien, sondern auch in der gesamten Musikwelt fast heiligenartige Verehrung. So wurde er unter anderem als Papst des Cellospiels bezeichnet. Und sogar das Standardmusiklexikon Musik in Geschichte und Gegenwart beschrieb ihn in seiner Ausgabe aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts noch als wahrscheinlich größten Musiker aller Zeiten. Wenngleich sich dieser Enthusiasmus nun fast 50 Jahre nach seinem Tod etwas gelegt hat, so gilt Casals weiterhin als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Er wirkte mehr als 70 Jahre als gefeierter Solist und Kammermusiker, gab auf der ganzen Welt Konzerte, spielte mit zahlreichen Kollegen legendäre Tonaufnahmen der Werke Bachs, Beethovens und Brahms ein. Des Weiteren leitete er als Dirigent renommierte Orchester, unter anderem die Wiener Philharmoniker, gründete in Barcelona das Orchestra Pau Casals, das übrigens in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Er war selbst als Komponist aktiv und zusätzlich fand er noch Zeit, seine neuartige Technik, das Cello zu spielen, an seine zahlreichen Schülerinnen weiterzugeben. Als überzeugter Katalane, Humanist, Pazifist und Republikaner engagierte er sich zudem auch politisch. Hier seien nur drei Beispiele genannt. Die von ihm 1925 begründete Association Obrera de Concerts, eine Arbeitermusikvereinigung, die den Arbeiterinnen in Barcelona die Möglichkeit gab, klassische Musik zu hören. Seine Entscheidung 1939, nach Ende des Bürgerkriegs nicht mehr in Spanien aufzutreten, um so auf die menschenverachtende faschistische Diktatur Francos aufmerksam zu machen?
und schließlich seine beeindruckende Rede vor der UNO-Vollversammlung im Oktober 1971, anlässlich der Verleihung der UNO-Friedensmedaille an ihn. Mit fast 95 Jahren begeisterte er das anwesende Publikum mit seiner mitreißenden Rede, in der er mit den Worten »I am a Catalan« eindrücklich seine Herkunft als Katalane betonte, auf Kataloniens historische Größe als demokratische Nation hinwies und schließlich das berühmte katalanische Volkslied »El cant dels ocells« vortrug, das heute auch zu hören sein wird. Einige Anmerkungen zu seiner Biografie und seiner Weltkarriere. Schon sehr früh erkannten seine Eltern Carles Casals und Pilar da Filó sein immenses Talent. Die erste musikalische Ausbildung erhielt Bau von seinem Vater, der Organist in der örtlichen Kirche in Alvandrell war. Allerdings war es vor allem die Mutter, die darauf drängte, dass der Zwölfjährige nach Barcelona übersiedeln sollte, um dort an der Escola Municipal de Música Cello zu studieren. Der talentierte Musiker schloss dort sein Studium nach knapp 5 Jahren mit Auszeichnung ab. Es war niemand geringerer als der Komponist Isaac Albéniz, der ihm, nachdem er den jungen Cellisten spielen gehört hatte, ein Empfehlungsschreiben ausstellte, damit Casals am Madrider Konservatorium aufgenommen werden sollte. 1893 zog der 17-Jährige deshalb mit seiner Mutter und den Brüdern nach Madrid, wo Königin Maria Cristina, die Mutter des späteren Königs Alfons des 13., auf ihn aufmerksam wurde, ihn großzügig finanziell unterstützte und ihm uneingeschränkten Zugang zum königlichen Palast gewähren sollte. Nachdem Casals auch seine Studien in Madrid beendet hatte, sollte er sein Cellospiel in Brüssel perfektionieren, denn die Hauptstadt Belgiens hatte den Ruf, die beste Cellistenausbildung anbieten zu können. Er zog es aber vor, nach Paris zu gehen. Allerdings war dieser erste Aufenthalt in der französischen Hauptstadt nur von kurzer Dauer. Schon 1896 kehrte er nach Barcelona zurück und noch im selben Jahr erhielt er eine Stelle als Cellist des Orchesters des Gran Teatro del Liceo. 3 Jahre später, 1899, verließ er die katalanische Hauptstadt, um seine Weltkarriere zu starten, die um 1900 begann und bis zu seinem Tod im Jahr 1973 andauern sollte. Seine Tourneen führten ihn durch ganz Europa, von Moskau über Paris nach London, Rom und Wien. Er bereiste mehrere Male den amerikanischen Kontinent und auch in Japan sollte er noch als 85-Jähriger auftreten. Er spielte vor zahlreichen Herrscherinnen, nicht nur vor der spanischen Königin Maria Cristina, eine Habsburgerin, die am Hofe von Kaiser Franz Joseph I. in Wien aufgewachsen war, sondern auch vor der britischen Königin Victoria, hatte Kontakt zur Königin Elisabeth von Belgien, trat im Weißen Haus vor John F. Kennedy auf, pflegte zahlreiche Freundschaften mit Musikerkollegen wie unter anderem Enrique Granados, des Weiteren mit den Franzosen Jacques Thibault und Alfred Cortot, mit denen er fast 3 Jahrzehnte lang als gefeiertes Trio auftrat. Er spielte auch mit den weltberühmten Geigern Fritz Kreisler und Yehudi Menuhin, den Österreichern Arnold Rosé, Otto Schulhof und verkehrte mit bekannten Komponisten von Isaac Albéniz bis zu Schönberg und Webern. Persönlichkeiten wie Albert Schweitzer waren mit ihm befreundet. Schweitzer, der übrigens ja ein ausgezeichneter Organist war, teilte mit Casals seine Liebe zu Bach. Auch mit Martin Luther King gab es ein Zusammentreffen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er zusammen mit seiner zweiten Ehefrau in Puerto Rico, dem Heimatland seiner Mutter. Dort starb er im Oktober 1973. Wenngleich Casals ein schier grenzenloses Repertoire in seiner jahrzehntelangen Karriere vorweisen konnte, so galt seine besondere Vorliebe besonders Bach und Beethoven, gefolgt von Brahms und Schubert, um nur einige zu nennen. Bachs Cello-Suiten hatte er schon als 14-Jähriger in Barcelona für sich entdeckt. Diese sollte er bis zum Ende seines Lebens mit großer Hingabe nicht nur in Konzerten,
sondern auch im privaten Rahmen immer wieder spielen. Es mag an dieser fast grenzenlosen Verehrung für die großen Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts liegen, dass Casals gerade im Hinblick auf Beethoven vor einem Debüt in Wien, der Musikhauptstadt, zurückschreckte. Trotz der ausgedehnten, äußerst erfolgreichen, übrigens auch in finanzieller Hinsicht, Tourneen in der ganzen Welt, wäre es sicherlich vor 1910 zeitlich möglich gewesen, auch in Wien zu konzertieren. Dass dies erst so spät geschah, dürfte also sicherlich viel mehr an Casals Ehrfurcht vor den Kompositionen der, seiner Meinung nach, großen Meister der klassischen Musik gelegen haben. Gerade in Wien, wo Beethoven, Schubert und Brahms alle ihre wichtigen Werke geschaffen hatten, wollte der Cellist das Publikum nicht enttäuschen, galten doch die Wiener als besonders kritische Zuhörer, was die Interpretation der Werke der Wiener Klassik und Romantik betraf. Und Pau Casals zweifelte sein ganzes Leben lang, ob seine Interpretationen auch der Wichtigkeit der Werke entsprach. Schon in seiner Jugend betätigte sich Pau Casals ebenfalls als Komponist. Als 23-Jähriger, noch während seiner Zeit als Cellist in Barcelona, komponierte er das spätromantische Stück Romanza für Cello und Klavier. Am Klavier sehen und hören Sie Simon Kessler und am Violoncello Carlos Muñoz Camarero mit dieser Komposition. Thank you.
Casals Auftritte in Wien und seine Beziehung zu Beethoven. Das Debüt 1910. Casals Debüt in Wien erfolgte, wie schon erwähnt, erst nachdem er schon ein weltbekannter, gefeierter Interpret war. Sein erstes Konzert fand Anfang Jänner 1910 im Musikverein statt. Erstaunlicherweise finden seine Auftritte in Wien in den zahlreichen Biografien über ihn wenig Berücksichtigung, obwohl er allein im Konzerthaus zwischen 1913 und 1935 17 Mal als Cellist und einmal als Klavierbegleiter seiner Frau Susanne Metcalf-Casals auftrat. Die Anzahl der Auftritte im Musikverein lassen sich derzeit nicht genau beziffern, doch es steht zweifelsreif fest, dass Casals auch im Stammhaus der Wiener Philharmoniker regelmäßig zwischen 1910 und 1934 auftrat. Im großen Saal des Musikvereins dürfte er laut Presseberichten zum letzten Mal am 18. März 1934 aufgetreten sein. Im Rahmen dieses Vortrags möchte ich auf die ersten Konzerte im Jahr 1910 und auf die großen Erfolge während der Feierlichkeiten zur 100. Wiederkehr von Beethovens Todestag im Jahr 1927 näher eingehen. Schon im September 1909 kündigte die Wiener Presse an, dass Casals bei dem zweiten ordentlichen Gesellschaftskonzert der Musikfreunde im Musikverein am 5. Januar 1910 mit einem Konzert für Violoncello von Emmanuel Moore debütieren würde. Nur einige Tage später, am 10. Jänner 1910, erfolgte dann sein erstes Konzert als Kammermusiker zusammen mit dem österreichischen Dirigenten und Pianisten Karl Prohaska, ebenfalls im Musikverein. Die Ortsgruppe Wien der Internationalen Musikgesellschaft, eine wissenschaftliche Vereinigung unter der Leitung des bekannten Musikwissenschaftlers Guido Adlers, hatte Pau Casals nach Wien eingeladen. Die Wiener Sektion organisierte Vorträge und ab 1906 begann sie auch, öffentliche Konzerte im Musikverein abzuhalten. Für diese konnte sie namhafte Interpreten wie unter anderem Arnold Rosé, dem legendären Geiger des Rosé-Quartetts und Schwager Gustav Mahlers, aber eben auch Pau Casals gewinnen. Ziel dieser Konzerte war es, die sogenannte alte Musik, wie eben Bach, wieder einem breiteren Publikum zu präsentieren. Casals spielte im kleinen Saal zwei der sechs Cello-Suiten von Bach, die Suite Nummer 1 in G-Dur und die Nummer 3 in C-Dur und die Sonate für Violoncello und Klavier Opus 69 von Beethoven, von der heute auch der erste Satz zu hören sein wird. Beethoven und Bach werden im Laufe der 25 Jahre, in denen Casals in Wien regelmäßig konzertierte, durchgehend zum festen Repertoire des Katalanen gehören. Sollte Casals je Zweifel an seinem Erfolg beim Wiener Publikum gehabt haben, so waren diese völlig unbegründet, denn die Kritiken waren ausnahmslos überschwänglich. So konnte man im Neuen Wiener Journal vom 7. Januar 1910 nach seinem Debüt mit Moores Cellokonzert Folgendes lesen. Das dreisätzige, interessante Cellokonzert spielte Pablo Casals
Ein Cellist von unerhörter künstlerischer Potenz. Sein Cello singt Musik. Der Ton quillt in unnennbarer Süßigkeit hervor. Edel, maßvoll, männlich im Ausdruck. Wunderbar ist die absolute Einheitlichkeit des Cellotons. Die Koloraturen schweben schimmernd aus den blühenden Kantilenen hervor. Jeder materielle Beiklang des Instruments ist geschwunden. Pablo Casals, der in Wien zum ersten Mal gespielt hat, wird hoffentlich noch oft zu hören sein. Die neue freie Presse vom 10. Jänner 1910 charakterisierte Casals Interpretation des Cellokonzerts gar mit folgenden Worten: Herr Casals ist der Caruso des Violoncells. Noch begeisterter zeigte sich der Musikkritiker der Sonn- und Montag-Zeitung nach dem Kammermusikabend. Das Konzert des Cellisten Pablo Casals, welches gestern im kleinen Musikverein Saale stattfand, gestaltete sich zu einem künstlerischen Ereignis. Casals spielte bloß 3 Nummern. Mit diesem Programm gab er zugleich seine Visitkarte ab. Man denke, ein Cello-Virtuose von unerhörter technischer Meisterschaft, der nicht durch brillante Kunststücke blenden, nicht durch gefühlvolle Solostücke billige Effekte erzielen will, sondern sich einem fremden Publikum einfach und schlicht als Musiker vorstellt. Der Kritiker lobte zudem die absolute Reinheit der Intonation, die verblüffende Bogenführung. Doch zählte dies nichts ohne den tiefen Ernst und die Feinheit seiner musikalischen Seele, um Casals dann als ersten unter allen lebenden Cellisten zu bezeichnen. Zwar waren sich die Wienerinnen ihrer besonderen Vorrangstellung als Kenner im Bereich der klassischen Musik durchaus bewusst, doch dem Cellisten eilte wegen seines überwältigenden Cellospiels ein so außerordentlicher Ruf voraus, dass sich auch das Wiener Publikum dieser Wirkung nicht entziehen konnte. Seine neuartige Spieltechnik beeindruckte nun auch die Wiener Zuhörerschaft in besonderem Maße. Die neue Technik, den Bogen möglichst frei zu führen, ermöglichte auch eine viel feinere und vor allem brillantere Spielweise, die Casals ausdrucksstarken Musizieren sehr entgegenkam. Nachdem sein Debüt so erfolgreich verlaufen war und die Kritiken derart hymnisch waren, konzertierte Casals von nun an regelmäßig in Wien. In den rund 25 Jahren, die der Musiker immer wieder in Wien auftrat, schloss er auch Bekanntschaften mit wichtigen Persönlichkeiten der Wiener Gesellschaft. Unter anderem war er gern gesehener Gast bei den Familien Wittgenstein und Mautner. Mautner war bis Ende der 20er Jahre der Eigentümer der Textilfabrik in Marienthal, die nach ihrer Schließung durch die berühmten Studie Die Arbeitslosen von Marienthal der Sozialwissenschaftler Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel Weltruhm erlangte. Casals pflegte auch regelmäßigen Kontakt zu den Vertretern der zweiten Wiener Schule, den Komponisten Arnold Schönberg und Anton Weber. Der katalanische Komponist Robert Gerhard mit Schweizer Wurzeln und Casals waren maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass Schönberg 1931 einige Monate in Barcelona verbrachte und Anton Webern das Orchestra Pau Casals in der katalanischen Metropole dirigierte. Die Gedenkfeiern anlässlich des 100-jährigen Todestages Beethovens im März 1927. Die Gedenkfeiern, die der Stadt Österreich zusammen mit der Stadt Wien anlässlich des 100-jährigen Todestags Ludwig van Beethovens ausrichtete, sahen nicht nur die Abhaltung zahlreicher Konzerte vor, die zum Teil sogar im Radio übertragen wurden. Internationale Delegationen aus 16 Ländern, unter anderem auch aus Spanien, waren angereist, um den Festlichkeiten zu Ehren des Wahlwieners Beethoven beizuwohnen. Zusätzlich organisierte das Musikwissenschaftliche Institut der Universität Wien einen Kongress zum Leben und Werk Beethovens. Unter den spanischen Delegierten befanden sich so bekannte Persönlichkeiten wie der katalanische Komponist Joan Lamote de Grignon
und der ebenfalls katalanische Musikwissenschaftler Higini Anglès. Natürlich war auch Pau Casals eingeladen, an diesen Feiern teilzunehmen. Er sagte selbstverständlich zu. Er reiste schon um den 12. März an und blieb bis Ende des Monats in Wien. Danach kehrte er nach Barcelona zurück, um dort den Katalanen ebenfalls die Werke Beethovens zu präsentieren. Während dieser knapp 3 Wochen absolvierte er ein wahres Marathonprogramm an Auftritten. Durch die Untersuchungen der zeitgenössischen Wiener Presse lassen sich allein vom 14. bis zum 30. März 1927 6 öffentliche Konzerte Casals nachweisen. Er beschränkte sich jedoch nicht auf seine Auftritte als Solist im Musikverein. Mit Wronislaw Hubermann und Ignaz Friedmann gab er einen Kammermusikabend, wobei das Programm ausschließlich aus Kompositionen Beethovens bestand. Er trat zudem im Konzerthaus in kammermusikalischer Besetzung zusammen mit dem Wiener Pianisten Otto Schulhof auf und begleitete seine Frau, die Sängerin Susan Metcalf, bei einem ihrer Liederabende, den sie im großen Saal des Konzerthauses abgab. Schließlich krönte er seinen Wien-Aufenthalt am 30. März mit einem Auftritt als Dirigent der Wiener Philharmoniker. Er durfte anlässlich des Festkonzerts zu Ehren Beethovens dessen 8. Symphonie leiten. Während die Kritiken zu seinen Interpretationen als Solist und Kammermusiker wiederum vorbehaltlos überschwänglich ausfielen, war das Wiener Publikum von Casals Fähigkeiten als Dirigenten weitaus weniger begeistert, wie aus den Rezensionen hervorgeht. Der Kammermusikabend, ganz im Zeichen Beethovens im Musikverein, wurde in der kleinen Volkszeitung mit folgenden Worten beschrieben. Denn wie sie spielten, das ist eigentlich über jeder Erörterung und könnte nur in begeisterten Interjektionen mitgeteilt werden. Die Rezension anlässlich der Aufführung der 8. Symphonie fiel im Vergleich weitaus verhalten aus. Die Reichspost schilderte den Auftritt Casals folgendermaßen. Er interpretierte die 8. Symphonie und erwies sich als Orchesterleiter von Geschmack, Temperament und technischer Routine. Die Bedeutung des Cellisten vermochte der Dirigent nicht zu erreichen. Casals selbst war von den Feierlichkeiten restlos begeistert. So zitierte ihn die Neue Freie Presse vom 31. März 1727 wie folgt. Die Beethovenfeier der Stadt Wien ist so schön und von so wahrhaft musikalischem Geist inspiriert und durchgeführt, dass sie allen Teilnehmern ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird. Eine längst bekannte Tatsache ist neuerlich bestätigt worden. Wien darf sich stolz das musikalische Zentrum der Welt nennen. Bis zu seinem letzten Konzert, das in Wien im November 1935 im Konzerthaus stattfand, auch damals stand wiederum Beethoven auf dem Programm, lassen sich noch einige Auftritte des herausragenden Musikers in Wien nachweisen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten weigerte sich Casals standhaft in Deutschland aufzutreten. Als 1938 der Anschluss Österreichs an das Dritte Reich erfolgte, weigerte sich Casals nun auch in Wien aufzutreten und sollte auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr in dem von ihm genannten musikalischen Zentrum der Welt spielen. Nun hören Sie wieder Simon Kessler und Carlos Muñoz mit Beethoven, die Sonate Nummer 3, Opus 69, der erste Satz. Beethovens Cellosonaten gehören zum festen Repertoire Casals. Er spielte die 1808 in Wien entstandene Cellosonate, die dem Freiherr von Gleichenstein, einem Sekretär Beethovens, gewidmet war, mehrmals in Wien, zusammen mit seinem Kollegen Otto Schulhof. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Thank you.
Moltes gràcies, Daniel Dipp, i als músics Simon Kessler i Carlos Muñoz Camarero, que ens han presentat per a aquesta ocasió aquesta conferència sobre una relació poc coneguda entre Pau Casals, la ciutat de Viena i Ludwig van Beethoven, i que ens han presentat peces de Beethoven i Pau Casals. Jo, com a delegada del Govern de Catalunya, Europa Central, i en nom de totes les treballadores i treballadors de la delegació, us desitgem un bon Nadal i per nou sort, encerts i, sobretot, salut. I ara, per tancar aquest acte, és un especial plaer poder anunciar una interpretació musical de Carlos Muñoz Camarero d'una cançó que tots coneixem, que té un significat molt important per Catalunya i que va ser interpretat per Pau Casals en diverses ocasions a l'exterior quan intentava explicar el que és Catalunya i quan volia transmetre aquest espírit de la pau, el cant dels ocells. Adeu i bones festes. Thank you.